Wie überfordert muss man sein? Da fährt einfach ein Hund allein auf der Rolltreppe. Und da oben sind jetzt so Passagiere mit drei Koffern, mit drei Gepäckstücken. Das kann nur schief. Oh, Gott sei Dank, bin mal gespannt. Gott sei Dank, aber es gibt hier einen Aufzug. Es gibt hier einen Aufzug und zwar da hinten. Ist jetzt so schlau, nimmt sie jetzt einen Aufzug? Nein, natürlich nicht, oder? Nein, sieht man nicht, sieht man eine von hier aus nicht, aber egal. Denn in diesem Video geht es um das Thema Flugzeug und allgemein Reisen und nicht um Fails. Auf Fahrtreppe. Sie hat nicht den Aufzug genommen, denn ich sehe den Aufzug von ihr aus. Das steht immer noch auf der Oberebene. Ja, manche Leute sind echt, können einfach von dem nicht umdenken. Können einfach nicht denken. Ich glaube, Menschen nutzen einfach den Fahrstuhl, wenn sie mehr Koffer haben und also auch noch einen Hund dabei haben. Ja. Hier stehen gleich. Gleich mehrere Maschinen, alles hier so Fachmaschinen. Da ist eine von der Swift Air, da ist eine so französische, ist eine so irische und ganz hinten steht eine von der ASL Airlines. Kenne ich eigentlich hier gar nicht. Und die aber diese Airline kennt doch jeder. Ryanair, diese Fachfluggesellschaft von so Online-Riesen Amazon. Ryanair, da hinten ist auch das Amazon-Logo zu sehen. Denn die haben ja wirklich fast alles so. Die haben wirklich fast alles hier. Bis auf Züge. Das kommt bestimmt nächstes und auch Busse. Aber Busse ist ja so Personentransport. Aber Züge, Güterzüge von Amazon habe ich jetzt nicht gesehen, bis auf diese so Rollerzüge, sprich diese rollenden Lastwagen. Die haben hier Transporter und Flugzeuge, aber die haben auch keine so Lastenräder, meiner Meinung nach. Meines Wissens nach. Da stehen gleich drei Maschinen von der dänischen Airline. Da allein wie sie hier. Wir haben hier am Flughafen Köln. Dem so. Das so Drehkreuz in Sachen Luftfracht. Ein paar Meter weiter zur Westen kann man sich so Fahrflüsse hier besser sehen. Und jetzt hier vorne steht eine Fahrmaschine für so ein Swift Air, die kommen aus Spanien. Jetzt haben sie einen Airbus A321 Frachter. Freighter. Sieht auch relativ modern aus, die Maschinen. Ja, ist auch neu. Und da ist eine irische. Die sind immer die irische von der ASL und die Prime Maschine von der Amazon, die kommt von irgendwo aus Irland. Irland ist eine irische Zulassung. Und die da hinten, die Prime ist alles hier Star. Und alles so Fahrmaschine von der so Star Airline. Ich denke, dass die auch so aus Dänemark kommen. Und hier ist auch ein kleines so Cargo-Zentrum quasi. Da hinten Gäste oder weiß nicht, was kann man für
auch leider nicht so, so gut sehen. Ich höre nur, ich kann nicht so falsch im Kopf. Und da unten stehen einfach so Kopf-B-Räder. Die von rechts, weil hier. Die 20 Leute wissen einfach, dass es hier keine so Parkplätze sind, sondern so lehnlich so Kessel-Reihen-Parkplätze sind. Bis 500 stehen bleiben darf und es waren ja richtig sehr hohe Kosten und dann so beschweren sich diese Leute, dass sie ja so viele so hohe Parkgebühren zahlen müssen. Ist ja auch kein Wunder, denn wenn man hier im so einen Parkhaus fahren darf, zahlt man höchstens 5 Euro pro Stunde. Oder im Verkehr eines hier 8 Euro pro Stunde, meines Wissens. Aber hier vorne sagt man für 10 Minuten 8 Euro. Und dann ist es noch teurer. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Ich stehe drauf. Das war so eine Passerfahrt. Und jetzt kostet das Parken hier 15 Minuten 8 Euro. 10 Minuten ist ja kostenfrei. Terminvorfahrt. 20 Minuten 11 Euro, je weiter 5 Minuten 3 Euro, ab der zweiten einfach 5 Euro je, so für 5 Minuten. Das hat aber eine Stunde. Wie viel Parkplatz? 6 Euro schon mittlerweile. Also 5 Euro. Ganz einfach waren es noch 3 Euro, jetzt mittlerweile sind es auch 6 Euro angekommen. Dann dürfte das hier im Parkhaus 8, im Parkhaus 1 so zwischen 8 und 9 Euro kosten pro Stunde. Das kostet immer so ein paar Euro mehr. Ja, wenn man hier direkt hier vorne parkt, da unten im Parkhaus natürlich, nicht hier, sondern da unten im Parkhaus. Am günstigsten ist das also P2, wenn sie sich direkt da hinten befindet. Quasi direkt vorne, so, das ist Terminal 2. Das ist dann Terminal 1. Hier kann man so parken, wie man bezahlen. Und hier kann man so ein paar Tickets einstecken. Oder auch so eine so Bankkarte einstecken. Hier steht 11 Euro Karte bitte. Und das ist ein Error. Abbruch. War gerade abgebrochen. Mal schauen, was jetzt passiert. Wenn jemand seine Bankkarte vergessen, ist immer noch einfach komisch. Eigentlich sollte das so nicht sein. Ich habe mich so gewundert, hey, warum steht das da? Und die Euro, Lufthansa-Kurve ist jetzt im Terminal 1B. Und Ryanair ist, wo von dieser Lufthansa war, jetzt ist so Ryanair drin und hier im zweiten Bereich 1C.